So, schönen guten Abend miteinander. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ich hatte mir ja damals, vor ungefähr 3 Jahren, als ich diesen Saal für die 400 gebucht habe, habe ich mir gedacht, das wäre ja ganz praktisch, wenn da kurz vorher so ein Apple-Event wäre. Also iPhone ist wahrscheinlich einen Monat vorher. Ja, ja. Und dann, wenn so zum Beispiel am 16. ein Event wäre, dann hätten wir frische Sachen. Und siehe da, Dalrymple hat den 21. genoped. Und es sieht jetzt relativ überzeugend aus, als wäre es der 16., an dem der nächste Event steigt. Richtig? Aha, genau. Weil wir sind am 18. Wir sind am 18. und Apple liefert vorher. Das ist gut. Ja, ja. Naja, liefern vielleicht nicht. Alex, was erwarten wir? Neue iPads. Neue iPads. Sagen. Okay, gut. Also. Kriegst du einen Zuckerl? wer wäre noch ein Vorschlag? Leo, was schlägst du vor? Ja, also ich meine, iPads, nach allem, was man bis jetzt ja gehört hat, werden dieses Jahr nicht das hyperspannendste Produkt. Um es vorsichtig auszudrücken, vielleicht ja, kommt da irgendeine Überraschung aus der Ecke. Es würde dem iPad wahrscheinlich gut tun, aber. Also wenn man es nüchtern betrachtet, ja, weiß ich noch nicht so genau, wo da die Überraschung herkommen soll. Naja, also was in der Luft liegt irgendwie, was aber auch voll noch irgendwie auf nächstes Jahr warten könnte, ist halt so ein großes iPad. Ne? Da hätten wir wahrscheinlich dann aber auch mehr noch von gesehen. Also was am iPad spannend wäre, wenn sie diesen Split-Screen-Mode irgendwie noch anteasern würden. Die müssen ja nicht mal irgendwie jetzt schon ausliefern, aber dass sie den vielleicht zumindest mal vorstellen oder so. Fände ich spannend, dass du Apps nebeneinander ziehen kannst oder solche Geschichten, was es ja schon mal in den Betas gab, aber was jetzt mit iOS 8 auf jeden Fall nicht kam und auch mit iOS 8.1 nicht angekündigt ist. Also was in den Betas, das hat, konnte man sich irgendwie in den Simulator reinhängen, aber es war jetzt nicht irgendwie öffentlich verfügbar. Genau. Ja. Exakt. Das wäre eine spannende Geschichte. Und ich meine, ansonsten, nicht spannend in Anführungszeichen, weil es klingt ja nach soliden Updates, also und auch, naja, natürlich nichts, also kann man sich alles vorstellen, was da kommt, ja, Touch-ID und solche Geschichten, aber es wäre ein solides Update und ich glaube, das für dem iPad auch, wird das erstmal reichen, also ich glaube, das braucht keine neuen Spannungen jetzt erstmal dieses Jahr. Neue Formfaktor wurde letztes Jahr ja dann nochmal irgendwie überarbeitet, die Geräte glaube ich nicht, die Gerätegrößen sich groß ändern. Nächstes Jahr kann ich mir gut vorstellen, dass sie nochmal andere Größen anpeilen, aber ich glaube, das treiben sie jetzt erstmal so weiter. Ich meine, es steht halt die Frage im Raum und ich denke, sie ist nicht ganz unberechtigt. Was soll das iPad? Ja. Also ich meine, die Frage stand ja schon immer im Raum und die steht jetzt halt umso mehr wieder im Raum. Seit das halt alles so ein bisschen vor sich hin tröpfelt, was die Verkaufszahlen angeht. Und für mich bleibt halt nach wie vor unverständlich, dass das iPad nicht mit dem iPad Air und dem Retina Mini abgehoben ist. Weil für mich bleibt nach wie vor, das, was im letzten Herbst an neuen iPads kam, war das Beste, was es bis jetzt an iPad gibt, bei weitem. Das war also letztes Jahr war wirklich ein Sprung, und zwar bei beiden Reihen. Also sowohl beim großen iPad als auch beim kleinen iPad war ein extremer Sprung. Also da hätte sich's gelohnt zu kaufen. Und was jetzt kommt dieses Jahr, ja, also ein goldenes iPad Air, da kannst du ja echt nur mit der Schulter zuckern vielleicht auch. Und Touch ID, ja, ist natürlich sinnvoll, dass der Fingerabdruckscanner da auch drin landet, ist ja alles okay. Aber die verkaufen Millionen davon pro Quartal. Das sind nicht die Millionen, die ein iPhone verkauft oder so. Ja, ja. Aber es ist das dominierende Tablet. Ja, jetzt auch nicht quantitativ vielleicht gesehen, weil es irgendwelche No-Name-Media-Consumptions-Dinger irgendwo über die Welt verschifft, keine Ahnung, wer die kauft, aber das iPad ist das dominierende Gerät, es symbolisiert die Marke, also es kommt kein anderes Gerät dran, deswegen, ich glaube, die Erwartung, dass das halt irgendwie Stückzahlen verkauft, die das iPhone irgendwie schafft, die ist unrealistisch. Ja, vor allem muss es das auch nicht.